Zukunftsgeschichten. MINT Zukunft studieren. Die Podcast-Reihe der TH Wildau mit persönlichen Erfahrungsberichten von und mit Interviewpartnerinnen unserer Hochschule. Herzlich willkommen zu Zukunftsgeschichten. Mein Name ist Larissa. Ich habe in der aktuellen Folge die Studentin Verena interviewt. Sie studiert im Master und arbeitet in einer Forschungsgruppe an der TH Wildau. Aber am besten stellt sie sich selbst kurz vor. Kurz vorgestellt. Mein Name ist Verena, ich bin 23 Jahre alt und studiere an der TH Wildau Biosystemtechnik, Bioinformatik im Master und im vierten Semester, das heißt kurz vor dem Abschluss. Die Zukunftsperspektive sieht in der Fachrichtung sehr gut aus. Gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden Leute aus der Life-Science-Branche extrem gefragt auf dem Jobmarkt. Meine Hobbys sind Nähen und Stricken. Das habe ich mir während der Online-Vorlesungen beigebracht, um konzentrierter den Vorlesungen zu folgen. Mein Lieblingsmodul kann ich nicht so wirklich genau sagen, aber interessant fand ich die Labore, die wir bei unterschiedlichen Dozenten hatten. Biosystemtechnik und Bioinformatik studiert Verena also. Sie ist in ihren Praktika und Co. schon viel herumgekommen. Mehr dazu jetzt in Verenas Zukunftsgeschichte. Die Zukunftsgeschichte. Nach dem Abitur wusste ich nicht so genau, was ich machen wollte. Ich wusste, dass ich Biologie mochte und aber irgendwie auch Technik. Und dann hat auf einer Berufsberatungsmesse die Beraterin vom OAS angemeint, ja, man kann ja auch Medizintechnik machen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, warum eigentlich nicht? Und habe mich dann darauf informiert und habe zuerst einen Bachelor in Gesundheitselektronik gemacht, was Medizintechnik sehr, sehr nahe kommt. Und im Anschluss wollte ich gerne einen Master machen und daher bin ich hier an der TH Wildau gelandet und habe mich für Biosystemtechnik und Bioinformatik entschieden, weil ich etwas gesucht habe, was Biologie und Technik weiter vereint. Das tut dieser Studiengang, auch wenn er nicht so sehr technisch ist wie Gesundheitselektronik. Da stellt sich die Frage, wann sollte man diesen Studiengang eigentlich wählen und für wen ist er gedacht? Biosystemtechnik und Bioinformatik sollte man unbedingt studieren, wenn man Interesse an Biologie hat und vor allem auch die Grundlagen der Chemie kennenlernen möchte, aber auch Interesse an Programmieren oder Software hat und gerne naturwissenschaftlich arbeitet, auch in Laboren und keine Angst vorm Bunsenbrenner hat. Offensichtlich hat Verena nie Angst vorm Bunsenbrenner gehabt. Entsprechend wollte ich von ihr wissen, was ihre ersten Berührungspunkte mit den Naturwissenschaften waren. Meine Mama ist Gärtnerin und wenn wir dann oft als Kinder spazieren gegangen sind, hat sie uns oft erzählt, ja, das und das ist die Pflanze, das und das ist die Pflanze, die brauchen viel Wasser, die mögen es sonnig. Und dadurch hatte man schon, also ich als Kind, einen guten Kontakt zur Botanik und Biologie. Und das hat sich dann auch im Grundschulalltag vorgesetzt, dass ich mich gefreut habe, als wir Biologie hatten und Physik und Chemie. Und ja, weil ich ein Zahlenmensch bin und Zahlen irgendwie griffiger sind als Wörter und Buchstaben. Zahlen liegen, Verena. Das hat sie mehrmals betont. Doch Informatik hatte sie in der Schule nie. Programmieren ist aber ein wichtiger Bestandteil ihres Studienfachs. Bevor ich mit dem Studium angefangen hatte, hatte ich keine Ahnung von Programmierung. Das heißt, wenn man das im Abi nicht hat, ist das gar nicht schlimm. Man kann das ganz einfach lernen. Das hat der Dozent auch im Bachelorstudium extra dann für uns Schritt für Schritt angefangen, dass auch wirklich jeder dann mitkommen konnte. Und zu jeder Unterrichtsstunde hat er dann im Prinzip Übungen mit uns gemacht, die dann auf dem Vorlesungsskript aufgebaut haben. Das haben wir im Bachelor mit C-Sharp gemacht und im Prinzip folgen alle Programmiersprachen einer gewissen Grundstruktur. Und wenn man diese Grundstruktur verstanden hat, dann kann man sich auch relativ einfach noch weitere Programmiersprachen beibringen, weil die dann nur eine andere Schreibweise haben. Verena hat auch noch einen Tipp, damit man keine Angst bekommt, wenn man mal etwas vergessen hat oder nicht weiter weiß in einer Programmiersprache.
Beim Programmieren ist Google immer der beste Freund, weil wenn man weiß, wie man die Grundstruktur legen möchte, dann googelt man einfach, ja, ich möchte jetzt eine Bedingung einbauen, wie mache ich das? Und das findet man dann in der Regel auch sehr schnell und dadurch ist es gar nicht notwendig, dass man alles super genau wissen muss. Momentan sind naturwissenschaftliche Studiengänge sehr männlich geprägt. Bei Verena im Masterstudiengang ist es aktuell unter den Kommilitoninnen recht ausgeglichen. Sie hat aber auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Aber es ist schon auffällig, dass je mehr man in diese technische Richtung geht, desto weniger Frauen findet man in Arbeitsgruppen. Oder ich habe ein Praktikum an der Charité gemacht, auch in so einer technischen Abteilung. Und dort war ich auch die einzige Frau. Und warum das so ist, ist wahrscheinlich, dass viele denken, dass sie das gar nicht können. Oder auch, dass die Gesellschaft sagt, ja, Frauen können keine Technik, aber wir können das doch. Bleibt zu hoffen, dass sich an dieser Situation schnell etwas ändert. Verena ist auf dem besten Wege, ihren Teil dazu beizutragen. Sie studiert nicht nur, sie arbeitet auch an unserer Hochschule. Ich arbeite im Moment in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Feuzig in der Mikrosystemtechnik und mache hauptsächlich so 3D-Druck, Fräsen und Automatisierungstechnik. Hier an der TH Wildau und in ihrer Forschungsgruppe hat sie ebenso die Chance, ihre Masterarbeit zu schreiben. Sie hilft bei einem sehr spannenden Forschungsthema mit. Ziel des Projektes ist es, den Nachweis von Legionellen im Trinkwasser maßgeblich zu beschleunigen. Ihre Forschung kann also dazu beitragen, Leben zu retten. Weil im Moment muss die Probe eingeschickt werden, dann wird die im Labor ausgestrichen, dass die Kultur wachsen kann. Und wir wollen es im Prinzip vereinfachen und das schneller machen. Und das geht mit einer Echtzeit-PCR, wo dann mit Hilfe von Lichtsignalen nachgewiesen werden kann, ob sich Legionellen in der Probe befinden oder nicht. Abschließend kam natürlich die Frage auf, was Verena nach ihrem Studium an der TH Wildau machen wird. Sie ist sich da noch etwas unsicher, hat aber Pläne. Also nach diesem Studium gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kann noch eine Doktorandenstelle hier an der über die Hochschule annehmen. Das bieten einige Professoren an. Unter anderem auch Professor Dr. Feuzig. Oder man versucht halt sein Glück auf dem freien Markt. Ich habe schon nach Stellenangeboten geschaut, wo hauptsächlich nach Trainees gesucht wurde. Also, dass man dann für ein Jahr befristet so ein Mentoring-Programm in einem Unternehmen durchläuft und dann halt guckt, ob das was für einen ist oder eher nicht. Und im Moment bin ich gerade noch hin und her gerissen, was ich jetzt genau mache. Vielen Dank, Verena, für diesen kurzen Einblick in dein Studium und zu deiner Person. Gern stellen wir euch auch noch weitere Zukunftsgeschichten vor. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Zukunftsgeschichten.